und willkommen zurück beim Unboxing der Loot Chest. Für die Leute, die letzte Folge noch nicht gesehen haben, ja, ich hatte genau einen Monat dasselbe T-Shirt an, Pullover, denselben Pullover an. Für die Leute, die letzte Folge gesehen haben, hi und willkommen zurück. Das war kein Pups, das waren meine Hände. Da, ich habe es wieder hingekriegt. Mein Bild sieht so rot aus, so rosa, komisch. Egal, ich will nicht weiter drum herum reden. Ich will wirklich diese Box öffnen. Ich habe mega Bock auf diese Box und werde sie jetzt einfach öffnen. Und ihr seht gar nichts. So, ich merke kein T-Shirt oben. Aber eine große Kiste, die sich anfühlt wie so eine kleine Figur, die ich so sehr liebe. Mit der fangen wir aber da nicht an. Wir fangen mit dem hier an, das ist kleiner. Uiuiuiuiui. Entschuldigung. Aber es sind Untersätze. Hatten wir schon mal von PlayStation, von Sony. Aber jetzt haben wir sie, guck mal. Oh, ich liebe es. Vom Game Boy, also von Nintendo. Ganz langsam, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das sind Untersätze vom Nintendo im Design von den alten Game Boy Spielen. Also oben links von mir aus ist das Zelda. Oh, Link to the Past. Glaube. Keine Ahnung. Oh Gott, ich kann das nicht lesen. Ah nee, das ist Link Awakening. Aber es sieht auch aus wie meins. Entschuldigung. Jetzt muss ich wieder scharf stellen. Blöde Kamera. Dann haben wir Super Mario Land, Donkey Kong und Super Mario Land. Sechs goldene Coins. Oder sechs. Ach, da oben stehen. Steht. Ach, okay, nee. Quatsch. Mario Land 2 ist das. Das heißt 6 golden Coins. Also mein Lieblingsuntersetzer wird auf jeden Fall der von Zelda sein. Und das sieht halt so mega süß aus. Ich pack die jetzt aus und zeig die in die Kamera. Und ich war kurz davor, mir neue Untersetzer zu holen, weil ich um ehrlich zu sein nur 4 habe. Und das sind die für von der PS4, von der Sony. PlayStation. Ich hab's gleich. Okay. Aber Gott sei Dank habe ich mir keine geholt. Nee. Nee. Ich krieg das irgendwie hin. Also. So. Weg. Müll. Müll. So. Aus dieser kleinen nervigen Verpackung habe ich die jetzt rausgeholt und kämpfe gerade mit der nächsten Verpackung. Aber ich habe es geschafft. So. Okay. Das sind die süßen kleinen Untersätze. Hier hinten mit so Korken etwas. Das ist der von Zelda. Hübsch. Das ist der Donkey Kong. Sah Donkey Kong echt so aus und vor allem Donkey Kong Junior. Wenn man die Spiele jetzt heute anguckt oder die Charaktere, das ist Super Mario Land. Das sieht noch so aus wie ein Spiel, was ich kenne. Und das ist halt Super Mario Land 2. Mit Hasenohren. Niedlich. Hübsch und niedlich. Ein bisschen anders verarbeitet als die anderen sind die schon. Ich glaube, ein bisschen hochwertiger. Zum Vergleich. Ich hoffe, es sieht nicht nach Scheiße aus. Das sind die PlayStation-Dinger. Ich finde, die sind halt nicht so, verarbeitet wie die von Nintendo. Einfach schon mal hier vom Rand her. Und hier oben ist Nintendo, also schwarz. Ja, es staubt. Ja, es steht schon lange da, der Untersetzer. Ich habe den da immer stehen, weil mein Glas oder meine Flasche halt immer draufsteht. Ich finde, die sind wirklich ein bisschen hochwertiger verarbeitet als die anderen. Finde ich aber nicht schlimm, es sind halt Untersetzer. Aus Gold sollen sie jetzt nicht sein. Wirklich nicht. Ich habe nicht in die Kiste geguckt. Ich habe weggeguckt. Für die Leute, die denken, ich habe reingeguckt. Okay, nehmen wir das. Das ist schwer. Und ich komme nicht an die anderen Sachen. Die drunter liegen wahrscheinlich. So. Ei.
Also für die Leute, die bei Luches arbeiten, ich würde euch auch ganz gern heiraten. Ich liebe Guardians of the Galaxy und ich liebe Groot. Ich liebe Groot. Das ist eine Tasse von Groot. Und ich vor allem, ich verehre, ich vergöttere Mini Groot, also Baby Groot. Der ist so süß. Vor allem der Anfang von Guardians of the Galaxy 2, wo er tanzt. Okay? Das ist mega. So, Kiste brauche ich nicht, weil. Hallo, das ist eine Tasse, die packe ich aus. Guckt euch das an. Ich würde euch alle heiraten, also Leute, ja. Du checkst. Ich krieg das schon mit meinen Freundinnen. Das kriegen wir hin. Das ist eine gute Tasse. Da ist ein Ohr. Aber hier ist kein Ohr. Von innen? Und von außen. Und von unten. Marble. Ich war kurz. Oh. Die Augen. Könnt ihr das sehen? Man sieht sie. Sie sind wirklich halt so rund und stehen raus. Ich werde niemals aus dieser Tasse trinken können. Ich wüsste nicht mal wie. Und die riecht auch nach Chemie. Ich wasche es ab. Und ich habe eigentlich keinen Platz. Wisst ihr, wie viele Tassen ich habe? Ich habe in meiner Küche Tassen und ich habe in diesen Schränken überall Tassen, weil ich keinen Platz habe. Für noch mehr Tassen. Das ist Müll. So, gut, Tasse. Du stehst da. Was auch mega süß wäre, wenn ich da eine Erde reinmache und da irgendwas pflanze. Ja, ich bin komisch, tut mir leid. Wir machen einfach mit dem nächsten Item weiter und dann vergessen wir einfach, dass ich komisch bin und irgendwas gesagt habe. Es ist eine Kiste und das ist lila. Das haben wir schon mal gesehen. Es ist eine Figur. Ah, okay. Von Jessica Jones. So heißt die Netflix-Serie. Ich weiß nicht, ob das scharf gestellt ist, aber naja, spiegelt ja sowieso. Hier sieht man sie nochmal so richtig. Und spiegelt trotzdem. Ich bin halt kein Fan von der Serie, ich habe die noch nie geguckt. Aber es ist eine Figur, die ich wieder da hinten hinstellen kann. Und die stapeln sich alle. Sehr viele stapeln sich da. So, ich stelle dich mal dahin und hoffe, du störst da nicht. Auf dem alles schon hier zugestellten etwas. Aber nicht schlimm. T-Shirt? Nein. Hören andere Sachen raus. Nein, es ist runtergefallen und dann zeige ich einfach das nächste. Es ist Essen. Sour Boosters. Überhaupt nichts für mich. Ich hasse sowas Saures. Steht jetzt in der Guttasse. Bin gleich wieder da. Bis bald. Oh, ich habe hingeguckt. Es tut mir leid. Ich habe hingeguckt. Es ist was für ein Game of Thrones. Wieder. Aber nicht schlimm. Aber langsam kann ich nichts mehr halten. Es tut irgendwie alles weh. Das sind Magnete. Ich habe mich schon gewundert, warum das so mega schwer ist. Magnete. Also hier ist Haus Stark. Also nicht das, wo ich es gerade drauf gezeigt habe. Ach, ich pack's aus. Egal, ich werde sowieso ausgepackt später. Dann glänzt das wenigstens nicht so nervig. So. Kann man die rausfluppen? Gehen die rauszufluppen? Okay, ja, okay. Entschuldigung. Also das Weiße, links. Links oben, das ist Haus Stark. Wenn meine Kamera irgendwann mal schalten würde. So, dann Haus Lannister, Haus Baratheon und ups, Haus Targaryen. Also, wen es interessiert? Ah ja, oben ist Game of Thrones und die kann man wohl hier aus diesem Dings holen. Was ich irgendwie gerade unbedingt machen will. Na, ah, ich habe es hingekriegt. Haus Stark. Und das kann man halt mit den anderen auch machen und mit dem Teilchen von Game of Thrones. Hier oben so. Da kann man auch. Mache ich nachher. Gut. Und wenn der kleine Monk wieder aus einem rauskommt. Ich habe das T-Shirt zwar gesehen, aber nicht so richtig.
Ja, ich sage das immer, wenn ich was gesehen habe. Ich werde nicht so tun, als wäre ich total mega überrascht, aber ich habe es wirklich nicht so richtig gesehen. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Es ist verkehrt darum. Ich bin an die Kiste gekommen. Es ist von The Walking Dead. Was mir gerade auffällt, ist der Vergleich zum anderen, vom letzten T-Shirt. Es hatte auch so einen Look. Sozusagen so einen riesen Schatten und in dem Schatten ist dann ein Bild drin. Aber das ist Rick Grimes hier vorne und die anderen Leute. Also links müsste ich Link, keine Ahnung. Der zweite müsste Daryl sein, dann kommt Rick, dann kommt Michonne und dann kommt Carl. Aber wer ist ganz links? Wer hat denn eine Augenklappe? Karl hat eine Augenklappe. Aber Karl war ja ganz rechts. Hat man ja auch gesehen. Liegt ja auch an dem Hut. Wer hat denn noch eine Augenklappe? Der Governor. Der hat eine Augenklappe. Aber wahrscheinlich, dass der Governor hier drauf ist. Und hinten? Oh, das müsst ihr auch nochmal sehen. Im Hintergrund ist einmal die Scheune. Wo sie auf der Farm waren, wo die ganzen Zombies drin waren. Dann kommt das Gefängnis. Ich glaube, Alexandria ist auch dabei, müsste ganz rechts sein. Und das andere große Gebäude, das könnte entweder auch zum Gefängnis gehören oder zu Terminus. Könnte ja auch passen. Also die Scheune ist auf jeden Fall da, das Gefängnis. Rechts sieht für mich aus wie Alexandria und dann Terminus hat ja auch noch mal eine Rolle gespielt. Aber wer der andere ganz links war mit der Maschine und der Armklappe, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie den Governor auf dieses T-Shirt packen. Rätselhaft, rätselhaft. Vielleicht steht es ihm ja im Heft. Das war nämlich das letzte Item. So. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, das war die letzte Loot Chest. Und da sieht man ja auch auf dem T-Shirt, dass dieser Schatten da ist und in dem Schatten das Bild. An sich finde ich die Idee ganz schön, aber die müssen das jetzt nicht bei jedem machen. Ich finde die anderen Sachen auch ganz toll. Also die anderen T-Shirts, die sie sonst immer hatten. Ohne Worte, Leute. Das ist einfach keine Beschreibung. Da steht, I'm good. Also, oder ich bin gut auf Deutsch. Zum Verständnis, wer das nicht kennt, schämt euch. Guckt Guardians of the Galaxy und schämt euch vorher. Aber gut sagt halt nur das. I'm good. Oder ich bin gut. Immer nur. Ich liebe euch, Leute. Also von der Loot Chest. Und die Leute, die das gucken. Danke. Okay. Aufgehört mit dem Schleim. Der Plusartikel ist wirklich der Jessica Jones, die Figur. Nicht mein Highlight. Also mein Highlight ist I am good. Und das T-Shirt. Eigentlich ist alles geil. Ich liebe Guardians of the Galaxy, ich liebe Nintendo, vor allem Zelda. Dann liebe ich The Walking Dead und ich liebe Game of Thrones. Und was zu essen liebe ich sowieso, leider, es ist sauer, aber nicht schlimm. Nur der Flussartikel, auf den hätte ich dich mal verzichten können. Aber mache ich nicht. Ja, das finde ich wieder so toll und so süß, dass ich wieder anfangen könnte zu. Dass mir die ersten Tränen kommen. Mache ich aber nicht. Ich fange nicht an zu quäken. Schmeiß hier alles wieder rein. Um es gleich wieder wegzusortieren. Bis auf die Tasse. Du bleibst da. Und das Essen, das kommt auch noch da rein. Da sind die Zelda-Dinger. Und Müll liegt auf dem Boden. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Die nächste Folge wird in ein paar Wochen, also wird wahrscheinlich nächste Woche erscheinen, weil dann die nächste Box kommt. Aber ab dann will ich auch versuchen, dass es regelmäßig kommt. Also jeden Monat ein Video. Und auch, dass meine Let's Plays wieder anfangen.
ich hatte ja was angefangen, das war halt Life is Strange 2, aber da war mein Computer so laut und ich finde, das hat die Atmosphäre total kaputt gemacht. Deswegen konnte ich das nicht mehr machen. Aber da Life is Strange 2, also die ersten zwei Episoden sowieso schon längst draußen sind, mache ich da nicht weiter und bringe erstmal den ersten Teil auf den Kanal und dann den zweiten Teil. Weil ich will halt, dass du darum. Ich finde das halt besser. Ist egal? Okay. Genug geredet. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!